By the way, was ich jetzt sage, hab ich immer nur so unter Freunden halt erzählt, aber noch nie so vor Kamera. Ja, Bayern hat mich dann auch so zu so einem Arzt geschickt, der dann irgendwann mal ausmessen soll, wie groß ich werden sollte. Ich kann dir sagen, ich habe damals, was waren das vielleicht, 3 brutto. An der Stelle heiße ich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben sich das gewünscht. Ich glaube, nach über 2,5 Jahren ist es das erste Interview. Ich habe hier einen Gast an meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Interviews sehen möchtet. Und ich überlasse jetzt erstmal dir, Luca. Oder soll ich Masi oder Luca sagen? Masi ist eigentlich der Spitzname. Er ist hier in Köln gekommen, aber ja. Sonst hieß ich nie. Ich sag Masi, scheiß drauf. Nein, Luca, weil das ist, ich kann dich nicht Luca nennen. Ja, nein, das geht. Ganz kurze Unterbrechung, bevor das Video losgeht. Und zwar beim Comeback-Video kam das Ganze gut bei euch an. Deswegen dachte ich, ich hau in diesem Video auch noch mal ein kleines Gewinnspiel raus. Und zwar von oder mit Imotana. Imotana sind Fußballschuhe, die werden auf euren Fuß angepasst. Ihr könnt euch ein eigenes Design auswählen, quasi der Schuh wird extra für euch angefertigt. Ich verlose einmal in diesem Video 2 200-Euro Gutscheine und 2 100-Euro Gutscheine. Das heißt, 2 von euch können sich einen kompletten Schuh auf meinen Nacken raussuchen und 2 von euch können sich einen geilen Rabatt holen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach den Video einen Daumen nach oben da lassen und einfach einen netten Kommentar in die Kommentare schreiben und mir bei Instagram folgen. Die Gewinner werde ich dann nächste Woche am Freitag in meiner Instagram-Story bekannt geben. Deswegen macht da gerne mit, um euch einfach eine Kleinigkeit zurückzugeben. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ist eine richtig, richtig coole Folge geworden. Super, super spannend. Deswegen bleibt gerne dran und viel Spaß. Stell dich mal ganz kurz vor, für die Leute, die ich nicht kenne, wer du bist, was du machst, wieso wir hier überhaupt sitzen. Also ja, ich bin Luca Masaila, bin Fußballprofi bei Viktoria Köln in der 3. Liga. Komme eigentlich aus München, aber bin jetzt auch schon seit 3 Jahren jetzt hier in Köln. Und ja, das so. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 26. Ja, Luca hat das ja gerade schon, oder du hast es ja gerade schon gesagt, spielst aktuell hier in Köln. Ich würde sagen, steig einfach mal ein. So, kommst aus München, wo hast du das Fußballspielen angefangen? Also ich komme in so einem kleinen Vorort vor München. Ja. Unterhaching, kennen bestimmt ein paar. Ich habe angefangen bei Taufkirchen, das ist so ein Ort nebenan. Ja. Mit Fußball angefangen, ich glaube mit 4 oder so. Ja, ganz coole Geschichte. Ich habe mit meinem kleinen Bruder zusammengespielt, der ist ein Jahr jünger als ich. Und unser Trainer war mein Vater. Und dann bist du irgendwann zu Bayern gewechselt. Genau, ich hatte. Wie alt warst du da? Boah, ich bin mit 11, glaube ich, zu Bayern. Also ich hatte schon die ganzen Jahre davor Angebote, aber mein Vater meinte immer, umso später, umso besser ist es, wenn du zu Bayern gehst. Okay, krass. Weil die meisten, wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, es ist ein Dorfverein, ne? Und die erste von dem Dorfverein hat Landesliga gespielt. Wie werden die dann auf dich aufmerksam? Also sind dann irgendwie, hast du Stützpunkt gespielt damals? Nee, gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es das gibt, wenn man noch so jung ist. Ich glaube erst ab U13 oder so. Großfeld, glaube ich. Ja, das war ja noch Kleinfeld. Und wir hatten echt eine richtig gute Mannschaft. Und man hat halt immer gegen Unterhaching gespielt. Unterhaching war damals, war bestimmt 2. Liga, glaube ich, damals noch. Kennst du noch Francesco Copano? Ja, der war sogar mein Trainer. Das war damals mein Lieblingsspieler bei Haching. Der war gut. Ja. Und man hat dann natürlich gegen 1860 München, gegen Bayern und sowas gespielt. Und wir konnten da als kleiner Club eigentlich immer richtig gut mithalten. Ja, die haben jedes Jahr angefragt für 2, 3 Spieler von uns. Aber nie ist einer gegangen. Und mein Vater meinte auch so, das Kleinfeld würde mich noch gern behalten, um mich so zu trainieren. Genau, und dann war ich, glaube ich, 11 oder 12 nach dem Kleinfeld. Und dann haben wir alle den Sprung gemacht. Dann sind du, dein Dad, habe ich gelesen, genau. Und dein Bruder alle 3 zu Bayern gegangen. Genau, dein ja. Dad, glaube ich, als Trainer für die U19. U9, ja. Dein Dad als Trainer für die U9, dein Bruder dann quasi U11 und U12. Und du U12. Genau, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das dann vielleicht, wie ich hatte mal mit Sinan Kurz zum Beispiel ein Interview, ist es dann wie bei den Profis, dass man hingeht und vielleicht ein Sportdirektor oder jemand von Bayern auf deine Eltern zukommt, denen irgendwas vorlegt und sagt, ey, guck mal. Ja, das sind immer die Scouts, die bei den Spielen sind oder bei den Hallenturnieren. Es ist schon so lang her, aber bei uns war das damals Hermann Hummels, der Vater von Mats Hummels. Okay, krass. Der war damals so für die Jugend zuständig. Und der kannte natürlich meinen Vater und wollte mich so jedes Jahr holen eigentlich. Ja. Von der Seite von 60 auch. Ich hatte so eigentlich die Qual der Wahl, 60 oder Bayern. Krass, aber wie kommt es, dass du dich dann für Bayern entschieden hast? Ich habe einfach, weil es der größere Club war wahrscheinlich? Eigentlich gar nicht deswegen. 60 hat damals eine richtig krasse Jugendarbeit gehabt. Es war immer so, wenn wir mit Taufkirchen gegen 60 gespielt haben, die waren mir so ein bisschen unsympathisch. Ich weiß nicht so. Ja? Ja, also
ich habe die irgendwie nicht so gemocht, so die Spieler, die da waren. Und bei Bayern war das Ganze noch so ein bisschen chilliger. Und dann, ich habe dann einmal bei Bayern mittrainiert. Da war schon klar, dass die mich wollten, aber einfach nur, damit ich so die Mannschaft kennenlerne. Und das war gut. Und dann sind wir alle zu Bayern. Hat man vielleicht blöde Frage, so, aber ich bin nicht in diesem Geschäft. Kriegt man in so einem Alter schon Kohle? Also verdient man schon was bei Bayern? Also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals nicht. Also es ist natürlich immer was anderes, wenn du aus einem ganz anderen Bundesland herkommst. Ja. Aber ich bin ja Münchner. Ich habe nur 5 Minuten von der Säbener Straße entfernt gewohnt. Da gab es kein Geld. Also nicht in der U12. Wie war so dein erstes Jahr? Also du warst wahrscheinlich dann zu Hause bei dir in der Mannschaft der Beste. Ja, schon. Ja. War es bei Bayern dann genauso, als du zu Bayern gekommen bist? Oder hast du gesagt, ist dann schon ein anderes Niveau? Ja, schon ein anderes Niveau. Also da sind halt nur gute Fußballer, ne? So, und da hat es dann so das erste Mal so, wie soll man sagen, davor spielst du halt einfach nur Fußball aus Spaß, so. Und das war bei Bayern krass, man, da war das erste Spiel und es ist Pflicht zu gewinnen. Oder das Hallenturnier ist Pflicht zu gewinnen. Egal welche Mannschaft. Auch schon in dem Alter? Ja, ja. Das ist ja crazy. Erinnerst du dich noch so an die ersten Jahre, als du dort warst? Also kannst du noch so sagen, hey, hast du eine Rolle gespielt? Hast du jedes Spiel gespielt? Ja, ich habe immer gespielt. Man muss sagen, ich war damals brutal klein. Also ich bin jetzt auch nicht groß. Wie groß bist du jetzt? Ich glaube 1,77. So. Okay. Ja, ist in Ordnung, ja. Aber ich war damals so von der Entwicklung einfach so ein bisschen hinterher. Und Bayern hat mich dann auch so zu so einem Arzt geschickt, der dann irgendwann mal ausmessen soll, wie groß ich werden sollte. So. Das kann man machen? Also du kannst machen, um zu gucken, ey, wie groß wirst du irgendwann? Ja, das kann man machen. Also so eine Range. Weißt du, was der damals noch predicted hat? Der hat gesagt, zwischen 1,74 und 1,79 oder so. Boah, krass. Also, heftig, genau richtig. Hat er gut gemacht. Aber ich war damals immer so körperlich eigentlich immer unterlegen. Also die Leute von außerhalb dachten noch immer, ich bin irgendwie 98, also ein Jahr jünger und spiele bei den Älteren mit. Aber so fußballtechnisch habe ich immer performt, war auch immer einer der technisch stärksten. Aber das ist natürlich damals immer ein bisschen schwierig, wenn die Mitspieler oder gegen die du spielst, immer ein bisschen körperlich größer, also stärker sind, größer, schneller, so, dann hast du halt einfach einen kleinen Nachteil. Auf jeden Fall, ich glaube, gerade so als Mittelfeldspieler, ne, wo es dann schon so ein bisschen vielleicht auch anfängt, umso älter du wirst, so mit 14, 15. Ich bin zum Beispiel, ich bin jetzt 1,83 und ich war, glaube ich, auf meinem Personalausweis mit 17 oder so, ich war auch 1,72. Also wo eigentlich alle schon so sagen, yo, die sind irgendwie schon ausgewachsen. Bei mir kam es unnormal spät. So, und ich habe das dann auch irgendwann, als ich Fußball gespielt habe, so noch in der Jugend. Ich habe jetzt nicht irgendwie bei Bayern gespielt, aber alleine da hast du schon gemerkt. Wenn du dann so kleiner bist einfach als die anderen und manche irgendwie schon mit 15 ihren Wachstumsschub haben. Ja, das war krass, man. Wir hatten Spieler, die waren 2 Köpfe größer als ich und mein Trikot ging immer bis hier. Ja. So. Ich habe ein Foto gesehen, so ein Mannschaftsfoto, wo du so unten links sitzt. So immer bis hier, also viel zu groß, fast langarm war das immer. Ja, krass, blenden wir auf jeden Fall gerne ein. Du hast gerade gesagt, du bist von der U12 bis zur U17 hast du bei Bayern gespielt. Und das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. War in der Zeit, sind ja wahrscheinlich auch immer Spieler gewechselt, mit welchen Spielern hast du so zusammengespielt, die den Sprung halt auch in den Profifußball geschafft haben? Außer jetzt Marco Richter, ist ja ein gutes Beispiel jetzt gerade. Ich habe lange mit Marin Pongracic zusammengespielt. Okay. Der bei Wolfsburg war und bei Dortmund. Ja. Ich glaube, der spielt jetzt in Italien. Aber es ist krass, man, so viele, die es geschafft haben, die wurden bei Bayern aussortiert. Und die, die immer so gehypt wurden und immer so die, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, die Besseren aus der Mannschaft waren, die haben es nie geschafft. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil du vorhin so gesagt hast, dass dir 60 damals immer so ein bisschen unsympathisch war. 60 zum Beispiel hat ja eine krasse Jugendarbeit. Ne? Wenn du mal überlegst, ich habe gesehen, du bist auch mit Marius Wolf zum Beispiel gut befreundet. Marius Wolf ist 96er Jahre? 95er. Aber der zum Beispiel auch bei 60, ich glaube, noch U19 gespielt oder und dann Amateure den Sprung geschafft, spielt jetzt bei Dortmund. Ju Weigel zum Beispiel, die Bender-Zwillinge, Kevin Volland. Ja, also 60 hat eine super Jugendarbeit. Die waren auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube so bis zu U15, U16 waren die schon vielleicht ein Ticken vor uns. Also die Derbys, also wir haben auch ein paar gewonnen, aber ich glaube, die haben ein bisschen mehr gewonnen als wir. Also die waren damals schon gut. Also ich habe immer gegen Flo Neuhaus gespielt, also die haben echt gute Spieler gehabt. Wie ist das so in dem Alter? Du bist da dann wahrscheinlich noch auf deiner Schule geblieben oder bist du dann auf eine andere Schule gegangen, als du zu Bayern bist? Nee, also in München ist es das Theodor-Linden-Gymnasium, das ist so ein Sportgymnasium. Ja. Da waren
sind diese Fußballklassen, wo halt die Hälfte von 60, von Unterhaching vielleicht noch und von Bayern ist. Aber ich wollte so auf meiner Schule bleiben. Ich war in Unterhaching, ja, auf der Schule, wo Fuck You Goethe gedreht wurde. Okay, krass. Muss ich mal dazu sagen. Aber nee, bei mir war das so, ich habe mich da wohl gefühlt so. Und ich konnte mit dem Fahrrad oder mit dem Bus in die Schule fahren. Das hat dann so eigentlich gepasst. Wie war es mit deinem Dad? Also wie war es mit deinem Dad als Trainer? War der dann noch strenger zu dir? Also hat er irgendwie dann zu Hause sich deine Spiele angeguckt und gesagt, ey Marci, guck mal hier, lauf da mal ein bisschen mehr, hier läufst du falsch. Oder wie stellt man sich das vor, das Verhältnis? Also man muss sagen, mein Vater war, also ist schon ein großes Vorbild für mich. Weil wir sind drei Jungs, haben auch früher in einer kleinen Wohnung zusammen gewohnt. Meine Eltern haben im Wohnzimmer geschlafen. Krass. Ich und mein Bruder haben uns ein Zimmer geteilt. Ich habe noch ein bisschen größeren Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Der hatte dann natürlich, wenn er 14 war, sein eigenes Zimmer gehabt. Aber mein Vater ist ein absolutes Arbeitstier. Hat in der Früh um 5 angefangen mit dem Arbeiten bis abends und hat dann abends uns noch trainiert. Also ich habe ihn leider, was heißt leider, meine Mama hat sich so ein bisschen um die Erziehung gekümmert. Mein Papa hat so geschaut, dass es uns gut geht. Und ich habe ihn einmal am Tag gesehen und das war im Fußballtraining, so als ich klein war. Ja. Und da war es schon immer ja, streng. Also er hat mich schon am härtesten immer rangenommen. Ganz lustige Geschichte, da war ich, da bin ich gerade zu Bayern gekommen. Und ich meine, jetzt hat im Profifußball schon so, wenn du Urlaub hast, hast du eigentlich keinen Urlaub. Du musst jeden zweiten Tag Läufe machen, damit deine Ausdauer gleich bleibt. Aber das hast du damals, wenn du so klein bist, Urlaub ist Urlaub, so dann ja, klar, gehst du ins Freibad, keine Ahnung, oder irgendwie sowas. Ja. Aber da war ich, sind wir bei meinem Opa in Italien, weil mein Opa kommt aus Italien. Hat er mich einfach so, wir sind rutschen gewesen und ich und mein Bruder und er sagt, Luca, komm mal raus und sagt, wir gehen jetzt um den See laufen. Ich hatte noch nasse Haare und mein Bruder musste nicht laufen und das war so das erste Mal, glaube ich, wo er mich so, wo ich wusste, okay, das ist nicht mehr so viel Spaß, sondern ich muss es Ausdauer trainieren mit 12. Meine Mama hat sich eigentlich immer so sehr viel um die Schule mit uns gekümmert und Fußball war eigentlich immer nur mein Vater. Wie ist es heute? Ist es irgendwie so, dass er nach dem Spiel anruft, sich alles anguckt und so sagt, ey, guck mal hier, das kannst du anders machen oder ist es jetzt ein bisschen lockerer? Nee, ist ein bisschen lockerer, aber Komplimente, ich sag mal, wenn er mir mal gratuliert zu einem guten Spiel, dann weiß ich auch wirklich, ich habe ein gutes Spiel gemacht, weil die sind schon, kommt nicht so oft vor. Also ja, er ist da schon streng, oder was heißt streng? Ich habe auch im Profifußball schon Phasen gehabt, wo ich nicht so viel gespielt habe und da hat er mich auch mal zur Seite genommen, hat er mir auch mal die klare Meinung gesagt, was mir vielleicht nicht so gut geschmeckt hat, aber ist wichtig, aber es ist auch, natürlich, ne? Ist das wichtig. Ja. So, aber ich glaube, er hat da eine richtig gute Balance gefunden zwischen so ein bisschen so draufhauen, um mich zu motivieren und, ja, und so ein bisschen, also er hat mich jetzt nicht in Watte gepackt und so. Das ist doch, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise. Ich glaube, so wie er es gemacht hat, ist top. Dann warst du bei Bayern bis zu 17. Dann warst du nicht mehr bei Bayern. Genau. Was war der Grund? Ich war, wie gesagt, immer noch übertrieben. Also ich war so klein immer. Da wird natürlich auch, es wird so ein 50-50-Ding gemacht. So, Bayern will trotzdem die Spiele gewinnen, aber trotzdem die Spiele sozusagen ausbilden. So, ich habe eigentlich jedes Jahr immer gespielt, außer in dem letzten Jahr. Einfach da habe ich dann schon die körperlichen Unterschiede halt gemerkt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum vielleicht mein 1 gegen 1 jetzt hat so, in Anführungsstrichen würde ich sagen, gut ist, weil ich damals noch technischer und noch schneller sein musste, um mich gegen die durchzusetzen, weil ich einfach körperlich keine Chance hatte. So, und in dem Jahr, mein Bruder ist, glaube ich, nach 2 Jahren von Bayern nach Haching gegangen und wir haben immer mit Bayern gegen ein Jahr ältere Haching gespielt. Ja. So war das immer. Und da war der Manfred Schwabel, der Präsident von Unterhaching. Ist das der gerade noch aktiv spielt oder ist das sein Vater? Das ist sein Vater. Die heißen gleich, oder? Die heißen gleich, das ist sein Vater, genau. Ja. Der hat dann gehört oder hat gesehen, dass ich nicht spiele und kam nach dem Spiel zu mir, also komm nach Haching und so, bei mir spielst du auch, wenn du klein bist. So, wir entwickeln dich weiter und so. Und und dann war das erste Mal, da war ich, glaube ich, 15, U16 U17, ich war 16, so. Dass es dann noch mal eklig wurde, also da bist du dann mal 5 Stunden nach Freiburg gefahren.
hast keine Minute gespielt, Trainer hat nicht mit dir geredet und dann bist du wieder die ganze Woche im Training und so. Und das ist schon ein krasser, und du hast gar keine Zeit darüber nachzudenken, weil Montag beginnt Schule wieder in der Früh, ja, bis Nachmittag, dann direkt wieder fest schnell nach Hause, isst was, fest wieder ins Training. Also, und da habe ich auch gemerkt, boah, Fußball macht mir irgendwie da nicht mehr so viel Spaß. Und ich habe gesehen, bei Haching ist natürlich was anderes als FC Bayern, ne? Aber ich habe gesehen, wie viel Spaß mein Bruder hat, dass da auch gute Trainer sind. Und ich kannte auch ein paar, die bei Haching gespielt haben in meinem Jahrgang. Und dann war so, dass mein Vater so das gemerkt hat und hat gesagt, ja, wenn dir Bayern nicht mehr taugt so und die dir auch nicht mehr vielleicht so krass auf dich setzen, gehen wir halt den anderen Weg so. Bist du in der U17 zu Haching gewechselt und bist bei Haching auch Profi geworden? Also Haching hat damals dritte Liga, glaube ich, gespielt. Ja, dritte Liga. Ich wusste natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Haching in Profifußball komme, höher ist, als wenn ich bei Bayern in die erste Mannschaft komme, weil das waren immer schon sehr, sehr wenige. Wie viele waren das in den letzten 10 Jahren? Das kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. An einer oder an zwei Hand, ja. Die U17 ist damals aus der Bundesliga abgestiegen, das heißt, wir waren Bayernliga, sind aber in dem Jahr aufgestiegen. Wieder in die Bundesliga? Genau. Aber jetzt kommt das Problem. Ich habe in der Jugend eigentlich nie Bundesliga gespielt, weil wir mit Haching von der Bayernliga mit der U17 in die Bundesliga aufgestiegen sind, aber ich bin ja hochgekommen in die U19. Ja, und die haben? Und die sind abgestiegen aus der Bundesliga wieder. Okay, krass, du bist dann quasi dann immer zum falschen Zeitpunkt, genau, entweder gewechselt, ja, oder? Ja, ja. Und dann in dem ersten Jahr A-Jugend war so ein bisschen auch ein Wechselspieler, würde ich sagen. Ist auch schwieriger als jüngerer Jahrgang. Bist du zu dem Zeitpunkt, sorry, wenn ich rein grätsche, bist du dann schon größer gewesen oder warst du immer noch so ein bisschen körperlich, ja, hast du gemerkt? Ja, ich war schon noch körperlich kleiner, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, ich bin 2 Jahre jünger oder so. Okay. Aber ich habe schon ein bisschen aufgeholt, aber ich war immer noch der Kleinste, würde ich sagen, in der Mannschaft. Ja. So, habe sogar mit Lasse Lehmann, der von der Ballers League, zusammen gespielt. Sohn von Jens Lehmann. Sohn von Jens Lehmann, ja, genau, mit ihm zusammengespielt. Und ja, das war einfach dann so ein Jahr, so, ist ja schon nah am Herrenfußball, aber ist nochmal was anderes als U17. Ich spiele ja dann auch gegen ein Jahr Ältere, ja, in der U19. Und ja, war so ein Jahr, mal gespielt, mal Bank gewesen. Ganz kurz, wenn ich reingrätsche, ja, hat man zu dem Zeitpunkt schon irgendwie Geld verdient bei Haching? Also ging das dann los, dass man irgendwie gesagt hat, man hat was bekommen? Ein paar haben, glaube ich, bekommen, ich noch nicht. In dem Jahr U19 sind wir zweiter Platz geworden, sind nicht aufgestiegen in die Bundesliga. Das heißt, mein zweites Jahr A-Jugend wäre nochmal diese Bayernliga gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt ist die Mannschaft aus der dritten Liga in die vierte Liga abgestiegen, die erste Mannschaft. Und ich habe in meinem zweiten A-Jugendjahr sozusagen schon Regionalliga bei den Profis gespielt. Zu dem Zeitpunkt, sorry, wenn ich immer wieder frage, aber ich glaube, das interessiert voll viele. Da hat man dann schon Geld verdient, ja. Hast du so eine Zahl, was man da so bekommen hat mit 19 Regionalliga? Also mein Vertrag müsste vielleicht gewesen sein, 750 € gewesen, Grundgehalt. Okay. Plus dann Punkteprämien. Das kriegst du auf den Punkt. 50 €, 60 € oder so. Geld hat mich damals noch gar nicht interessiert. Ich wollte einfach so, ich habe immer so kleine Zwischenschritte gehabt. Erstmal wollte ich einen Spind in der Profikabine haben, wo mein Name steht, meine, ja, Nummer. Dann wollte ich eine Nummer, dann wollte ich meinen Namen auf dem Rücken haben. Früher, ja, hast du in der Jugend spielst du ja nur mit einer Zahl hinten. Aber, ja, dass da dein Name steht, ist schon mal was anderes. Das ist krass, ja. So, dann bist du das erste Mal in FIFA drinnen und so. Und das sind so kleine Steps, die ich hatte, wo ich sage, boah, geil. Da habe ich, glaube ich, auch 25 Regionalligaspiele gemacht. Da gibt es auch eine richtig lustige Geschichte in meinem ersten oder drittes Regionalligaspiel von Anfang an mit Jonas Hummels, dem Bruder von Mats Hummels. Da habe ich haben wir gegen Wacker Burghausen gespielt. Kennst du die noch? Ja, klar. Alter, die Wacker haben mir die Knöchel zusammengetreten. Ich dachte, ich muss nach 5 Minuten raus, weil, ja, ich solche Knöchel habe. Bin ich einfach in der 23. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Eine gelbe Karte war, glaube ich, Kopfballduell mit Ellenbogen. Ich war damals immer noch ein bisschen, hm, zierlich so. Und einmal Schwalbe, obwohl es ein Foul war. Aber ich wurde vom Platz geschmissen. Scheiße. Ich dachte mir, Alter, da hat mir auch Jonas Hummels, mit dem ich mittlerweile immer noch gut bin, mich komplett so eine Ansage gemacht. Und weil wir das Spiel natürlich dann verloren haben. Ja. Und er war zu der Zeitpunkt wahrscheinlich schon älterer Spieler. Ja, natürlich. Der hat, ja, lange dritte Liga gespielt. So. Und da ist das erste Mal so, okay, ein Älterer sagt was zu dir. Okay, was ist hier los? So. Ja. Aber ja. Wie war aber dann das Gefühl danach, so nach dem Spiel, als du dann wieder nächsten Tag irgendwie ins Training gegangen bist? Ja, Katastrophe. Also erstmal wurde ich in der Halbzeit auseinandergenommen. Aber die haben es mir jetzt nicht übel genommen. Ich war immer schon ein Spieler, so ein kleiner Frecher, so immer lustig drauf, immer. Ja. Einen lustigen Spruch, die haben mir das immer verziehen. Dann zweites Jahr Haching? Zweites Jahr Haching, haben richtig aufgerüstet.
also so richtig gute Spieler bekommen. Sascha Bigalke, der beim FC Köln gespielt hat. Der nimmt gerade in der Baller League. Ich habe ihn schon zweimal interviewt. So viel Panna, der ist krass, geiler Zocker. Ja, der hat mich so auch so ein bisschen an die Hand genommen, weil wir haben auch uns gut... Auch ähnlicher Typ, ne? Ähnlicher Sascha Typ ist auch ein bisschen kleiner, quirlig. Ich wusste, ich bin ein geiler Zocker, so. Hat mich so mir auch viel beigebracht. Also muss ich sagen, war also richtig guter Spieler. Richtig, richtig guter Spieler. Ja, in dem Jahr auch, war natürlich Konkurrenzkraft dann natürlich sehr hoch. Hab mit einem Konkurrenten, der war 5 Jahre älter als ich, hat auch ewig schon Regionalliga gespielt und so. Ja, habe in der Hinrunde gespielt, nicht gespielt, gespielt, nicht gespielt. Und in der Rückrunde habe ich mir dann so einen Stammplatz erkämpft, würde ich mal sagen. Und wir waren mit Abstand erst, also es war klar, dass wir aufsteigen. Ja. Und dann in Wacker Burghausen. Die dich das Jahr davor zusammengetreten haben, wo du Gelb-Rot genau. gesehen hast? Sogar selber Tag war das. Das war der 27. März, glaube ich, der selber Tag. Ja. Weil wir immer den Mittwoch gegen die gespielt haben, keine Ahnung. Habe ich mir das Kreuzband gerissen. Scheiße. Hattest du zu dem Zeitpunkt, hattest du bei Haching einen Vertrag? Ja. Wie lange ging der denn? Die hätten mich niemals fallen lassen, also weil der Präsident so hinter mir stand und an mich geglaubt hat, also niemals hätten die mich fallen lassen. Ich glaube halt in so einer Situation, es ist jetzt klar Regionalliga, du weißt, du gehst hoch in die dritte Liga, aber dann als junger Spieler, wenn du sagst, ey, gerade erst den Stammplatz erkämpft, auf einmal verletzt du dich, was geht da in dir vor? Weil wir haben unsere MRTs immer an der Seebener Straße gemacht, da ist eine Radiologie, die immer für alle Fußballer in München das macht und da bin ich alleine hingefahren. Ich wusste schon mein Knie. Bin da hingefahren irgendwie. Und dann, 7 Uhr in der Früh, Kreuzbandriss. Mich erstmal in mein Auto gesetzt und 1/2 Stunde geheult. Boah. So. Ich wollte doch gar nicht meine Mama und so anrufen, meinen Papa, weil. Einfach nur, ich saß da. So. Geheult, fuck, man. Ja, gut, dann, aber was willst du machen? So. Warst du da schon mit der Schule fertig? Ja. Also hast du zu dem Zeitpunkt dann nur. Fußball gemacht, klar, ich war eingeschrieben. Da war so Abenduni und das habe ich dann gemacht und durchgezogen, auch meinen Bachelor gemacht. In BWL? In BWL. Stark, ja. Geil. Neben dem Fußball, also auch während der dritten Liga dann. Was zu der Zeit wahrscheinlich dann auch verletzt hattest, auch die Zeit? Ja, das Ding war damals, nochmal zurück zum Kreuzbandriss, wir sind ja dann aufgestiegen im Jahr und ich hatte damals so richtig krasse Sprunggelenksprobleme auf der linken Seite. Also ich hatte so ausgeleierte Bänder, dass ich mit Tape umgeknickt bin. Boah, also Scheiße. Wenn ich umknicke, der wäre auch nichts mehr gerissen, weil die schon so ausgeleitet waren. Da wusste ich schon, das muss man eigentlich auch operieren. Und dann wurde ich im März hier operiert. Und dann wurde so lange gewartet, bis ich das wieder belasten kann ohne Krücken. Und dann wurde ich hier operiert. Und dann bin ich eine Woche so mit dem Rollstuhl rumgefahren. Boah, fuck. War ich nicht gescheit auftreten. Ja, wie lange bist du dann ausgefallen, wenn du beides nacheinander machen lassen hast? Das Ding war, der Knöchel ist schneller geheilt als das Knie. Aber ich bin dann... 11 Monate. War zu der Zeit, hat man da so ein bisschen dieses Gefühl, dass man sich vielleicht so Gedanken macht, hey, nimmt mir jetzt einer den Platz weg, wenn ich so lange verletzt bin, komme ich nochmal in die Situation, dass ich dann quasi wieder spiele, weil könnte ja auch sein, ne, dass einer kommt in der Zeit einen Platz wegnimmt. Man weiß immer nie, wie man wieder zurückkommt nach so einer Verletzung, gerade wenn es die erste Verletzung ist. Für mich war das damals so, boah, schon eine harte Pille, die man schlucken muss, so. Ja. Vor allem meine Verletzung, 3-4 Wochen, okay, aber ich wusste, es ist eine Verletzung, ich bin ein Jahr raus, so. Ja. Aber mir hat damals auch einer bei Haching gesagt und hat mir so 2-3 Beispiele gegeben, die nach der Verletzung so stark zurückgekommen sind. Und es war bei mir auch so, ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, danke, dass es passiert ist, auch wenn es sich scheiße anhört, aber ich habe so einen krassen Sprung danach gemacht. Ich bin körperlich so, ich glaube, ich habe 13 Kilo zugenommen. Durch das Krafttraining wahrscheinlich, durch Krafttraining, ne? Weil durch du eine andere Belastung hast. Ja. Nur, also ich habe davor auch Krafttraining gemacht, aber du hast ja keine Chance, so viel aufzubauen, während du aktiv noch Fußball spielst. Das funktioniert ja eigentlich nicht. Genau, weil du ja immer wieder das Cardio reinmachst und so. Und ich habe so krass zugenommen, also ich bin ein richtiges Muskelpaket geworden. So. Ich habe auch deswegen meinen fetten Arsch bekommen. Da machen sich immer alle über mich lustig. Ja. Aber das ist so... Ja, ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum ich auch wahrscheinlich geschafft habe. Aber überleg mal, ne? Das ist voll oft in solchen Situationen, wenn irgendwas passiert. Ich hatte das in meinem Leben schon, ich kann dir 2-3 Situationen nennen, wo irgendwas passiert ist, wo ich in dem Moment so dachte, boah, wieso ich, Alter? Sowieso passiert das mir? Und dann ein paar Jahre später ich zurückgeblickt habe und dann so dachte, Digga, Gott sei Dank ist das passiert, weil das und das und das wäre heute sonst gar nicht da.
So, ist immer so, wenn dir was passiert und einer sagt dir das, der schon mehr Erfahrung hat als du, denkst du, was laberst du. Ja, genau. Aber ja, ist krass, ja. Voll. Dann bist du zurückgekommen, Haching hat dann schon in der dritten Liga gespielt. Wir haben dritte Liga gespielt, genau. Bin dann zurückgekommen, hab dann auch mein Debüt. Wann in der Saison circa? Rückrunde, irgendwann im Februar. Okay, ihr seid aufgestiegen hier in dritte Fortuna Liga. Köln. In Fortuna Köln habe ich mein Debüt gegeben, dritte Liga. Kurz, dass wir es noch ein bisschen visuell haben. Du hast dich verletzt in der Rückrunde, Regionalliga, ihr wart Tabellenerster, du hast dir Stammplatz erkämpft. Ja. Kreuzband gerissen. Ja. Auch Haching ist aufgestiegen währenddessen in die dritte Liga, Hinrunde lief. Du hast im Hintergrund dein Comeback geackert, gepumpt. Kamst Rückrunde, Comeback gegen Fortuna Köln in Köln. Genau. Eingewechselt worden? Eingewechselt worden, ja. Erstes Drittligaspiel. Genau. Hattest dann auch einen Profivertrag bei Haching? Oder? Ja, ja. Also hast du einen neuen Vertrag bekommen? Neuen Vertrag unterschrieben, ja, und auch mehr Geld bekommen. Kann man da ungefähr sagen, was man da bekommt als... In meinem Jahr war unter 5.000 im Monat. Aber über 2? Ja. Okay, also netto? Oder brutto? Brutto. Brutto, okay. Brutto. Aber man konnte davon leben, Miete zahlen, Auto? Ich habe eine Wohnung von Haching bekommen. Okay, cool. Die hatten also Connections, genau. Ich kann dir sagen, ich habe damals, was waren das, vielleicht 3 brutto oder so. Und danach habe ich nochmal einen neuen Vertrag mit 4,5 brutto unterschrieben und so. Aber alles für dritte Liga war das? Genau, ja. Was natürlich viel... Ist schon 5-6 Jahre her, kann ich dir erzählen, was ich jetzt verdiene, sage ich nicht. Ja, nee, werde ich dich auch gar nicht gefragt, einfach so aus Respektgründen. Ja, ja. Ist aber natürlich auch für einen 21-Jährigen klar, ist natürlich viel auch Geld. Auch wahrscheinlich interessant für die Zuschauer, dass man so... Dass man sich halt einfach ein so ein Bild machen kann. Ist aber ja natürlich nicht so viel, dass du sagen kannst, ey, so mit 30 bin ich durch und dann mache ich nichts mehr. Dritte Liga, Comeback gefeiert gegen Fortuna Köln, hast dann das Jahr dritte Liga zu Ende gespielt. Genau, immer mal wieder eingewechselt worden, dann auch 7-8 Spiele von Anfang an. Bei uns wir waren im gesicherten Mittelfeld, da ging es um nichts mehr. Deswegen habe ich dann die letzten Spiele gemacht, so, um wieder reinzukommen. Auch eigentlich ganz gut. Und dann war neue Saison. Erster Spieltag, muss ich mir überlegen, erstes Spiel nicht gespielt, 90 Minuten Bank. Zweites Spiel verletzt sich Jim Patrick Müller, hieß der, hat bei Regensburg gespielt, in der 10. Minute oder so. Ich komme rein, mache ein richtig gutes Spiel, aber war schon so tot, nach 60 Minuten gefühlt, bin dann 75. wieder ausgewechselt worden. Richtig gut gespielt, aber ich konnte nicht mehr, ich habe Krämpfe gehabt und so nach 70 Minuten Spielzeit. Das Ding ist, wenn du immer nur so Einwechselspieler bist und du kommst dann mal in Startelf, du hast ja nicht diese Spielfitness wie einer, der immer wieder über 80, 90 Minuten geht. So. Aber kann man das im Training vorher? Ist wahrscheinlich eine andere Belastung, nein, oder? Nein, das ist was anderes. Belastung, Training ist Belastung, was anderes als Spielbelastung. Das ist, okay, aber ist auch immer so, wenn du da können alle, die Fußball spielen, können das safe relaten, alle. Wenn du ab der 70. reinkommst, du machst den ersten Sprint, egal wie gut du dich aufwärmst, du bist tot. Echt? Ja, es kommt auf das Spiel drauf an, wie schnell geht das Spiel. Wenn das Spiel hin, her, Alter, du kommst rein, hast direkt eine Aktion, aber ihr verliert den Ball, ihr müsst zurück, du läufst direkt zurück, bist finito. Wahrscheinlich auch, weil die dann schon alle, die auf dem Feld sind, genau, die sind haben schon mittendrin. Den Rhythmus, genau. Genau, die haben den Rhythmus. Und wenn du dann aus der Kalten kommst und es ist direkt Feuer. Ich dachte immer so, ich habe alles Mögliche getestet. Ich habe getestet, mich so wenig wie möglich vom Spiel so an der Seitenlinie warm zu machen, um so fit wie möglich, wenn du reinkommst, zu sein. Aber ich habe mich auch hinterm Tor mal so krass warm gemacht, damit ich schon auf Puls komme und so. Aber was hat besser funktioniert? Ich glaube, dass es abhängig ist, wie schnell das Spiel geht. Weil manchmal kommst du rein, das Spiel geht hin, her. Ich glaube, es ist vielleicht auch vom Kopf her. Ja, ne? Dass ich bin da überfragt, keine Ahnung. Ich suche immer noch danach. Wie war die Saison allgemein dann bei Haching? Hast du viel gespielt? Die war richtig gut. Ich habe danach jedes Spiel gemacht, bis Saisonende. Wurde auch von allen Trainern zum Talent der Saison gewählt. Im letzten Spiel sogar noch, das war das letzte Spiel. Wir gegen Lotte, Sport von der Lotte, wer das gewinnt, bleibt in der Liga, wer absteigt. Ich habe sogar auch Tor gemacht, wir sind in der Liga geblieben. Und ich hatte auch so viele Angebote von zweiter Liga, erster Liga. Da haben schon dann die Ersten gesagt so, ja, du bist nächste Saison eh nicht mehr bei uns und so. Bin dann auch in Urlaub mit einem Kumpel nach Miami geflogen. Wusste, boah, geil, nächstes Jahr spiele ich zweite Liga. Oder es haben auch Erstligisten auch um mich ein bisschen gebuhlt, so. Zweite Liga, also fast die ganze zweite Liga, war dann so, boah, geil. Ich konnte den Urlaub so richtig geil genießen, weil ich wusste so, die Saison geschafft, Urlaub und nix, jetzt kommt der nächste Schritt so. Aber mein damaliger Berater, ich will jetzt kein böses Blut so da lassen, hat das bisschen so verkackt, würde ich mal sagen. Hat immer gesagt, wir gehen in die erste Liga, so, obwohl ich
safe zu den Zweitligisten gehen hätte können, aber wir gehen in die erste Liga. Dann war irgendwann so, dass wieder die Saison hat gestartet, also so Vorbereitung. Ich komme zum Treffpunkt, erstes Training immer Laktattest und die ganze Mannschaft sagt, was machst du hier? So, du hast letztes Jahr so eine krasse Saison gespielt, warum wechselst du nicht so? Ja, ich weiß selber nicht. Es war noch so, das Transferfenster ging ja noch. Ich weiß nicht, wann beginnt denn die Vorbereitung? Anfang Juli und die geht bis Ende. Und hat die ganze Zeit nicht mit dir geredet, irgendwie gesagt, guck doch, mal. Doch, hat mich ja. auf, ja, er spricht mit denen, aber zum Beispiel Heidenheim wollte mich, glaube ich, mal. Der hat dann gesagt, nee, wir, also das hat er mir gesagt, nee, wir gehen in die erste Liga so. Krass. Und aber du hast ihm dann einfach vertraut? Ich habe ihm vertraut, so. Ja. Ich habe das, by the way, was ich jetzt sage, habe ich immer nur so unter Freunden halt erzählt, aber noch nie so vor Kamera. Ja, krass, danke. Ich glaube, bis zum 6. Spieltag ging ja noch die Transferphase. Und erstes Spiel gut gespielt, zweites Spiel Tor gemacht, gegen Uerdingen hier in Düsseldorf. Dann hat so, ich glaube, Fortuna hat dann so mal mit meinem Berater geredet und so. Ja, und dann drittes Spiel hier in Viktoria Köln, wo ich jetzt spiele. Ja. Kommt so ein langer Ball, da waren auch so viele Scouts da so. Und es war sehr wahrscheinlich, dass ich trotzdem noch wechsle. Komme ich ganz blöd auf in so einem Loch und verletze mich wieder am Knie. Wieder Kreuzband? Nee, kein Kreuzband, aber so ein bisschen kompliziertere Geschichte. Aber wieder am Knie verletzt, wusste auch sofort. Ich hatte Angst vor Kreuzband, weil das so wehgetan, also so komisch, ich wusste so. Das ist ein komisches Gefühl. Ja, es ist keine leichte, es ist was Schlimmeres. Und du spürst es direkt. Ja, ja, ich wusste sofort, aber ich wollte, ich hatte mal die Hoffnung nur, dass ich meinen Meniskus eingeklemmt habe, weil es fühlt sich manchmal auch eklig an, aber es ist nicht so schlimm. Und Fühl hat mich draußen behandelt und ich habe gehofft, so, der schafft das irgendwie schnell, damit ich wieder reinkomme, weil ich will es nicht raus, die Scouts sind da, ich habe nicht mehr lange Zeit, bis Transferphase ist, so. Dann bin ich wieder auf dem Platz, aber ich wusste. Hast du noch fertig gespielt? Nee, ich bin nach einer Minute ausgewechselt und ich konnte nicht mehr gehen. Fuck. Und da wusste ich schon, boah, shit. Dann kam aber kein Kreuzbandriss raus, aber auch eine bisschen kompliziertere Geschichte im Knie. Und dann war Wechsel, war vom Tisch wahrscheinlich, ne? Vorbei. Ich wieder allein im Auto, wieder geheult. Wie lange warst du dann raus? Das war, ich weiß gar nicht, das war so ein bisschen so ein Hämatom und ist ein bisschen was abgebrochen. Da gab es dann auch eine OP, zwei Wochen später. Aber war lang nicht so schlimm, in Anführungsstrichen wie Kreuzband, hat sich aber dann doch gezogen, weil in der Reha dann doch immer wieder Probleme aufgetreten sind. So, genau da kam dann Corona nämlich. Okay, krass. Jetzt weiß ich es vom zeitlichen Ablauf. Kam dann Corona, war gut für mich, rein fußballerisch. Weil die... War eine Pause, ich hatte noch mal ein bisschen länger Zeit, eine Reha zu machen. So. Ja. Bin dann wieder eingestiegen, aber mein Knie hat sau weh getan. Okay, obwohl du eigentlich wieder gesund sein solltest. Ich war gesund, hat aber so bei jedem Training geschmerzt. Ich habe Training mit Ibu gemacht und so. Boah. Hatten dann noch 5 Spiele oder 6. Habe versucht, diese 6 Spiele so gut wie möglich zu machen, sodass es vielleicht dann trotzdem noch klappt, einen Wechsel zu machen. Aber ich habe gemerkt, nach 3. Spiel, ich habe, glaube ich, vor jedem Spiel 4 Ibu reingeschmissen. Ich hatte Magenschmerzen am nächsten Tag. Boah. Das macht keinen Sinn. Habe dann die letzten 3 Spiele gar nicht mehr gemacht. Bin dann nochmal in eine Reha gegangen. Komplett ohne OP Wochen. Aber? Nee, ohne OP. Okay. Nur Training, Training, Training. Ich habe das gehofft, nur durch Training wegzumachen. Ich glaube, das Problem war das Narbengewebe in meinem Knie. Das hat ein bisschen so einfach Probleme gemacht. Dann war Pause. Ich habe Reha weitergemacht. Ich hatte keine Pause, weil ich zur neuen Saison wieder fit sein wollte. Ja. Es ging aber nicht weg, mein Knie. Irgendwann war dann so 2 Wochen Beginn Vorbereitung. Es wurde nicht besser. Hab dann auch schon ein bisschen Schiss bekommen, so, weil man kennt Fußball eigentlich nur, wenn man halt auf den Platz geht und man fühlt sich gut. Ich kann es einfach nur so, überlebe ich und ich mache hoffentlich ein gutes Spiel. So war es. Ja, hält mein Knie? Ja, so. Also ich wusste, mein Knie hält, aber ich hatte so Schmerzen, dass ich war immer so ein Straßenkicker, so ein bisschen so 1 gegen 1 und ich konnte das alles nicht mehr machen ohne Schmerzen. Jeder Schritt wahrscheinlich jeder einfach Schritt wehtut. Hat geschmerzt. Ne? Und dann bin ich nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und das Problem haben wir dann mit Spritzen gelöst. Narbengewebe aufgestochen und sowas. Und dann, ich schwör's dir, von einem auf den anderen Tag, es war weg. Und ich war der glücklichste Mensch der Welt. Krass. Weil ich wieder ohne Schmerzen Fußball spielen konnte. So, neue Saison, die Saison mit Corona. Keine Zuschauer, das war die Saison. Ja, gut gespielt. So, auch viele Scorer gemacht. Ich glaube, was heißt viele? 10 Scorer gemacht. Aber in der Saison sind wir leider abgestiegen. Mit Haching. Mein Vertrag war nicht für die Regionalliga, also ich war ablösefrei. Hatte auch ein paar andere Zweitligisten.
Aber deinen Berater hattest du nicht mehr zu der Zeit? Nee, habe mich danach, nach der Geschichte von ihm getrennt, hatte einen neuen Berater, bin zum SC Paderborn gewechselt zum Sommer. Steffen Baumgart hatte ich damals geholt. Genau. Als er noch Trainer war? Er war noch Trainer bei Paderborn, dem gute Gespräche gehabt, habe mit ihm gegen ihn auch immer gespielt, als Paderborn noch Dritte Liga war. Wie, habt ihr vorher mal gequatscht, bevor er dich geholt hat? Ja, telefoniert haben wir. Wie ist er vom Typ her? Super. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Steffen Baumgart-Fan, ja, mein Herz war gebrochen, als er bei Köln weggegangen ist. Ich auch. Also er ist ein geiler Typ, ein sehr geiler Trainer, spielt einen richtig geilen offensiven Fußball. Deswegen wollte ich auch unbedingt zu ihm. Ist aber dann anders gekommen. Ich habe dann unterschrieben und er war aber auch so ehrlich zu mir, dass er gesagt hat, es kann auch sein, dass er geht. So kam es dann auch. Er ist dann zum FC Köln, FC Köln gewechselt. Und bei uns kam dann ein neuer Trainer. Wie lange hattest du einen Vertrag dort? Bei Paderborn? Zwei Jahre waren das. Okay. Es hat aber nicht so gut funktioniert mit mir und dem Trainer. Will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Hast dann, glaube ich, auch nicht mal ein Spiel gemacht, ne, für Paderborn? Nee, war fünfmal im Kader. Auch DFB-Pokal, aber ich habe nicht gespielt. Genau, habe mich dann in letzter Sekunde ausleihen lassen, weil ich wusste, die Saison wird eigentlich nur von der Bank maximal vielleicht noch mal Einwechslung. So. Ja. Und ich war das erste Mal auch aus München weg. So. Ich war ganz alleine in Paderborn, es war dann auch ein bisschen schwierig für mich. Und habe gesagt, okay, funktioniert es nicht. So. Ich mache noch mal ein Jahr Spielpraxis und schaue einfach, bewerte die Situation im Sommer neu. Und genau, mich in letzter Sekunde dann zu Viktoria Köln ausleihen lassen. Gute Hinrunde gespielt, Rückrunde leider Corona gehabt, so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt. So. Dann ging auch irgendwann die Saison vorbei. Dann war so die Frage, okay, gehe ich zu Paderborn zurück oder bleibe ich bei Viktoria? Viktoria wollte damals dem Kader sehr krass aufgerüstet, wir wollten aufsteigen. Der Trainer ist geblieben, ich habe es auch nicht wirklich in der Perspektive gesehen, beidseitig. Habe mich dann auch entschieden, den Vertrag da aufzulösen und fest bei Viktoria Köln zu unterschreiben. Das war dann letztes Jahr. Habe dann das letzte Jahr bei Viktoria Köln verbracht. Dann nochmal verlängert ein Jahr. Und das ist die Saison jetzt. Genau. Und die Saison läuft bis dato brutal gut. Ja. Also ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 22 Spielen, 15 Scorerpunkte. 10 ja. Tore, 5 Vorlagen. Ja. Eigentlich 6, also 16. Ja. Aber mein Kollege hat 11 Meter verschossen und er ist im Nachhinein reingemacht. Ach, scheiße. Voll unfair, Mann. Ich hole 11 Meter raus. Ja. Ach, kriegst du dann, wenn du den Elfer rausholst, kriegst du quasi den Scorerpunkt als Vorlage? Als Assist, genau. Aber er hat ihn geschossen, Taut hat gehalten und er hat den Nachschuss reingemacht. Dann habe ich keinen bekommen. Nee, war nicht David. Okay. Falko Kurunkiewicz. Okay. Deswegen habe ich ihn noch abgelöst als Elferschütze. Aber ist ja. Natürlich, ist eine wahnsinnige Quote. Ne? Offensiver Mittelfeldspieler. Spielst aber, glaube ich, oft als Stürmer. Ja, ich spiele immer so ein bisschen überall, würde ich sagen, ja. Aber so hängende Spitze, Zehner, Achter, so. Machst du dieses Jahr irgendwas anders? Also, weil es ist ja schon, ich habe mir so die Statistiken angeguckt, das ist ja, glaube ich, bisher deine stärkste Saison überhaupt, die ich du spielst. Ich spiele einen Ticken offensiver. Ja. Also, früher war so immer ja, 50% Defensive, 50% Offensive. Jetzt würde ich sagen, ist so 70% Offensive, 30% Defensive. Aber ist das die Position, die du auch die Jahre vorher immer schon gespielt hast? Nee, ich habe die Jahre vorher immer am Flügel links außen gespielt und jetzt spiele ich so ein bisschen hängende Spitze im Zentrum, kann mich so ein bisschen die Räume bewegen, wo ich das Gefühl habe, da kommen die Bälle jetzt öfter hin, habe ich mehr Platz so. Und wenn du linker Flügel bist, bist du linker Flügel. Ne? So. Hast du für dich auch irgendwas verändert vielleicht in dem Jahr, wo du so sagst, ich habe vielleicht mehr Ernährung geachtet, ich habe vielleicht mehr Training, mehr Krafttraining gemacht und das verändert? Nee, also so Thema Ernährung und Krafttraining und so, das mache ich schon seit 4-5 Jahren. Also da bin ich auch strikt dahinter. Oft ist es einfach so als Fußballer, dass du vielleicht nur ein, zwei kleine Stellschrauben drehen musst, so, ja. Um einen großen positiven Effekt zu haben. Also manchmal musst du gar nicht so krass das umstellen und das umstellen. Meine Ernährung ist gut, ich mache viel Krafttraining, ich mache viel außerhalb. Meine Mentalität ist gut, so. Aber manchmal musst du gar nicht so 5 Sachen auf einmal komplett switchen, sondern vielleicht nur so 2-3 kleine Stellschrauben. Ja. So. Vielleicht mit Sascha Bigalke zum Beispiel viel geredet, mit Marius Wolf, mir viele Tipps gegeben. Und dann machst du nur so 2-3 kleine Stellschrauben und auf einmal rollt das Ganze so irgendwie los. Und dann kommst du in einen Flow, so. Du bekommst Selbstbewusstsein, du für dich, vom Verein, so. Und dann ist Fußballspielen einfacher. Glaubst du noch, dass du in die Bundesliga kommst? Du wirst jetzt 27? Mein Traum ist immer noch und ich glaube noch dran.
Also ich finde immer, man sollte immer, ist natürlich ein großes Ziel, so, keine Frage, aber ich bin immer, ich liebe es, groß zu träumen. So. Ich habe mal einen Spruch gehört und an den denke ich fast jeden Tag, das ist so wie, wie groß würdest du träumen, wenn du weißt, du könntest nicht scheitern? Ja, das ist krass. Das, und ob es am Ende des Tages klappt oder nicht klappt, so okay, so, aber das ist mein Traum und ich gebe dafür alles. Bis mein Karriereende ist, brenne ich dafür jeden Tag. Und danach kann man mal schauen, klappt es, klappt es nicht. Aber ich sag mal auch außerhalb vom Fußball, so, du hast nur ein Leben, du hast Träume, man verwirkliche sie so, also probier es wenigstens so. Ja. Ich frage gerade nur so, weil ich habe vor ein paar Wochen, Nader Djindawi ist ja die beste Geschichte, glaube ich, überhaupt, vor kurzem für Hertha sein Zweitligadebüt gemacht mit, ich glaube, es ist auch dein Jahrgang, 97er Jahrgang? Ich glaube, der ist 96er, ja. Mit 28 und ich fand das krass, dass Paul Dardai hat dann in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich freut oder im Interview danach für Nader. Er meinte aber, wenn er die Möglichkeit hat, auf einen jungen Spieler zu bauen und auf Nader zu bauen, wird er sich immer für den jungen Spieler entscheiden, weil Nader quasi schon 26, 27 ist und auf Deutsch gesagt der Zug abgefahren ist für ihn als Profi. Also das ist meine persönliche Meinung, meine Erfahrung. Am Ende des Tages kommt es auf Leistung drauf an. Und ja. Wenn jetzt, glaube ich, zum Beispiel, in dem Beispiel Nader Djindawi, wenn der so viel besser ist als einer der Jungen und der ersten Mannschaft weiterhelfen könnte, wird er spielen, so, weil der Verein will ja auch gewinnen, so, weißt du, ja. Was ich meine? So, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, die sind gleich gut oder die nehmen sich nicht viel, so, dann kann man das ja auch vielleicht besser nachvollziehen, weil das ist in die Jugend, das ist der Grundbaustein vom Verein, die wollen vielleicht mit denen auch Geld machen, die irgendwann verkaufen oder dass es die weiterentwickeln, so. Natürlich, klar. Aber, also der Zug ist niemals abgefahren. Niemals. Für deine Träume. Weißt du, was ich meine? Ob es am Ende klappt oder nicht klappt, hast du vielleicht nicht immer selber in der Hand so. Ja. Aber du kannst im Nachhinein halt immer sagen, ich habe alles gegeben. Genau, nur weil man 27 ist, warum sollst du aufhören, von Bundesliga zu träumen? Ich bin fest davon überzeugt, dass man es gerade in dem Alter auch noch schaffen kann. Ja. Jetzt überleg mal. Schau mal, ich habe mit Dennis Undav vor eineinhalb Jahren noch in der dritten Liga oder vor zwei in der dritten Liga gegeneinander gespielt. Sind vielleicht nicht viele, ist vielleicht nicht der geregelte Weg, sage ich mal. Aber es gibt Beispiele, dass es möglich ist. Es einfach. Ist möglich, ja. So. Und am Ende des Tages, wenn du 28 bist und du konkurrierst mit einem 20-Jährigen, aber du bist besser als er und du entscheidest die Spiele, dann wirst du spielen. So, weiß ich mal. Ja. Außer du hast jetzt so einen krassen Konflikt mit dem Trainer und der hat gar keinen Bock auf dich und das ist irgendwie das Ultratalent. So, es gibt immer noch mal kleine Ausnahmen, aber so. Der Verein will ja auch gewinnen, so weiß ich, was ich meine. Ich habe vor ein paar Wochen, ich wollte das eigentlich schicken, ich gucke immer Transfer-Update und es ist ja sau ungewöhnlich eigentlich, dass da so ein Drittligaspieler mit auftaucht. Hast du es mal, haben dir es ein paar Leute geschickt, dass du auch bei Transfer-Update so ein bisschen Thema warst? Ja, ja. Wohin geht er? Da will ich einfach jetzt auch nur für die Leute ganz kurz, einfach aus Respektgründen, will ich einfach nicht drauf eingehen. Ich drücke dir auf jeden Fall Daumen, ich hoffe, ihr drückt Marci auch die Daumen, dass es einfach weiterhin so läuft. Also spielst du eine brutale Saison. Sollen wir nochmal auf Holz klopfen? Noch einmal. Dass es genauso bleibt. Und willst du noch irgendwas loswerden? Letzte Worte? Ja, einfach auch danke fürs Interview. Hat echt Spaß gemacht, so. Auch nochmal so selber darüber nachzudenken, so was früher passiert ist und so. Krass. Nee, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt es auch. Ich hoffe, dass ich viel mitgeben konnte, so. Und wie das Leben so vor einem Profi war. Aber eine Sache ist, erstmal kommentieren, liken, Glocke anmachen und abonnieren. Boah, stark. Wichtig. Ja. Und niemals eure Träume aus den Augen lassen. Immer weiter Gas geben, egal ob es jetzt mit Fußball oder sonst irgendwas zu tun hat. Wenn ihr Träume habt, ihr habt nur das eine Leben, gebt Gas und habt einfach Spaß am Leben. Mega. Ey, schön hätte ich es nicht sagen können. Danke auf jeden Fall auch an dich, danke. Marci, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schaut auch gerne bei Marci bei Instagram vorbei, um das Ganze zu verfolgen. Und in diesem Sinne, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und wir sehen uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen.